Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, willkommen beim FCS-Magazin, heute mit unserer 10 mit Markus Obernuster, unserem Österreicher sozusagen. Ja, hallo, grüß dich Markus. Hallo, servus. Gegen Freiburg, ein wichtiger Sieg gewesen, ja. Ja, absolut. Wie gesagt, nach dem 2-2, nach dem Unglücklichen nach Elversberg, wollten wir das Spiel jetzt unbedingt gewinnen. Ein bisschen Revanche nehmen vom Hinspiel. Und ja, ich glaube, jetzt mit 4 Punkten sind wir gut ins Frühjahr gestartet. Ja, nehmen wir das Spiel mit Elversberg mal nochmal kurz auf. Chancenverwertung am Schluss unter aller Sau, kann man so sagen, oder? Regt man sich schon in der A-Klasse drüber auf? Ja, wie gesagt, wir sind schon selber ein bisschen schuld, dass wir die Konter so schlecht ausgespielt haben. Ja. Können das Spiel natürlich mit dem 3-1 entscheiden, dann sind sie eh tot. Und ja, so ist es immer am Ende brenzlig. Die wechseln zwei Innenverteidiger nach vorne, hohe Bälle und dann ist halt einer durchgerutscht. Schiedsrichter hat ja einen seinen besten Tag gehabt am Ende. Und ja, so ist es halt dann 2-2 ausgegangen, ja, leider. Ich habe mit Manuel schon drüber gesprochen. Er hat irgendwie, die Richtung hat gefehlt so ein bisschen. Ja? Relativ früh gelb gezogen, dann hat er das Spiel nochmal laufen lassen, dann hat er es nochmal angezogen. Ja, war nicht sein bester Tag. War auch ein schweres Spiel zu pfeifen, muss man aber auch sagen. Ja, schwer. Man, Schiedsrichter sollte schon mit so einem Spiel klarkommen, aber das stimmt schon, er hat schon viele fragwürdige Entscheidungen getroffen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit bei Kofi, glaube ich, da muss er gelb geben, dann geht er mit gelb-rot runter. Und ein paar kleine Fouls halt entweder nicht mit gelb bewertet oder zu schnell. Und auch die fünfte gelbe da für Mano für das Ball wegschießen, das ist auch überzogen, meiner Meinung. Ein Ball wegschießen, das, ich glaube, das gibt es vielleicht noch in der A-Klasse, in der Bezirksliga irgendwann. Man hat ja auch Balljungen, der Ball ist ja auch direkt nochmal da, ja. Also da reicht es doch, glaube ich, wenn du mal sagst, genau, halt mal die Nerven kurz, ne? Genau, vor allem, ich glaube, das war 93. Minute oder 92. Und da, also die 10 Sekunden, die, ja, die packe ich hinten drauf. Ja, ja, genau. Und ja, aber wie gesagt, Schiedsrichter hat so entschieden. Im Großen und Ganzen kann man es eh nicht ändern. Ich glaube, ja, wir hätten gern gewonnen. Aber für die Tabelle ist jetzt nichts passiert. Ich meine, Elversberg hat jetzt in Offenbach eh verloren und wir haben jetzt gegen Freiburg gewonnen. Von daher, für die Tabelle ist es eigentlich jetzt für uns eh okay so, aber wir hätten trotzdem das Spiel gern gewonnen gegen die. Ja, wir hatten es schon kurz mit Manuel letzte Woche drüber gesprochen. Die 21 von Elversberg nimmt sich die gelbe Karte ab, indem er zu früh aus der Mauer rauskommt, dann noch die Hand im Spiel hat, muss dann das Foul spielen, geht dann mit Gelb-Rot runter. Ich glaube, er war vielleicht noch, oder der Schiedsrichter war vielleicht auch glücklich, dass er Gelb hatte. Da kann man auch eine andere Farbe ziehen bei diesem Foul. Also es war von hinten, der Ball war weit, weit weg. Ja, ja, war schon unnötig, dass man da so von hinten reingrätscht. Ja, Schiri hat Gelb-Rot gegeben. Im Grunde, er ist runter vom Platz. Ob er jetzt Rot hat oder Gelb-Rot, war ja für uns in dem Moment dann egal. Ja, und wir reden gleich weiter mit Markus im FCS-Magazin Teil 2. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück mit Markus beim FCS-Magazin Teil 2. Es geht am Wochenende nach Stuttgart zu den Kickers. Die stehen am 14. Platz. Die haben auch mal höher gespielt, wie Saarbrücken auch schon. Das ist eine Aufgabe, die lösbar sein sollte oder die man lösen muss, wenn man oben mitspielen will, was man ja aktuell macht. Ja, absolut. Ich glaube schon, dass wir den Anspruch haben, da jetzt am Samstag zu gewinnen. Aber ich glaube, es ist jetzt bekannt, dass wir ein paar Probleme haben in der hinteren Reihe. Von daher müssen wir jetzt schauen, dass wir noch eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz kriegen, vor allem in der Defensive. Aber im Großen und Ganzen wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen. Und ich glaube schon, dass wir die Möglichkeiten trotzdem haben, da zu gewinnen. Ja, alternativ so spanischen Fußball, einfach mehr schießen, wie man hinten kriegt. Das funktioniert auch jetzt. 10-9 geht auch, ja? Ja, wenn es am Ende so ist. Ich glaube, der Trainer hat keine Freude, wenn wir jetzt 5-4 spielen oder so. Aber im Endeffekt zählt nur der Sieg. Es sind nur 3 Punkte, die montags in der Zeitung stehen. Mehr ist es ja so nicht. So ist es, ja. Aber wie gesagt, fragt keiner mehr nach, wie die zustande gekommen sind. Wir sollten schon. Hast du gestern Fußball geguckt? Apropos Fußball gestern. Hast du gestern was geguckt? Ja, natürlich habe ich mal das. Was hast du geguckt? Liverpool oder ja. Hast du natürlich, oder hast du natürlich geguckt, Real? Ich bin schon ein Real Madrid-Fan, deswegen muss ich mal schon das Spiel anschauen, ja. Na, war super, ja. Und Ronaldo mit einem Volley-Elfmeter. Lothar Matthäus hat gesagt, in der Pause hat er gesagt im Interview, der Tormann wäre fast mit der Hand dran gewesen. Er war besser mit der Hand, glaube ich, nicht mehr dran. Weil mit die Hand, ich glaube, die eine Hand hätte den Ball da nicht aufgehalten. Da war ja ein Bums drauf, das war ja unfassbar. Ja, das Lustige ist ja,
der Ball springt ja vorher noch. Hast du gesehen, auf, er macht ja den Fuß neben dran und dadurch springt er hoch. Also das ist, also ich würde sagen, bei Ronaldo ist das Absicht. Ja, ich weiß nicht. Aber da wird halt so viel Kraft da in sein, auf seinen Standfuß draufgelegt haben, dass halt, weiß nicht, der Rasen sich ein bisschen gewölbt hat. Und dann hat er den halt volle Kanne reingehaut. Ja. Das kann also halt. Da gab es auch, glaube ich, nichts zu halten aber an dem Ding. Ja, frühes Gegentor, dann 1-1, Foul-Elfmeter war berechtigt, glaube ich, gegen Groß. Ja, war hat an der Schulter zu, er fällt doch relativ früh, er nimmt es dankend an, sagen wir es mal so. Kann er Gelb-Rot auch noch kriegen, gell? Ja, kann er noch Gelb-Rot geben, aber es gibt ja dadurch, dass die neue Regel gibt, dass wenn du einen Foul machst und probierst den Ball zu spielen, dass es keine Dreifachbestrafung mehr gibt, geht man hin und sagt dann, die gelbe Karte gibt man in so einem Fall nicht, weil man würde ja dann den gleich behandeln wie mit einer vereitelten Torchance, der den Ball spielen würde. Ziemlich kompliziert, aber ich glaube, die gelbe muss er gerade da in dem Fall nicht geben. Aber egal, Real hat gewonnen mit dem Knietor noch, ein bisschen glücklich auch, aber das Glück des Tüchtigen und dann kommt noch das 3-1, das wird es wahrscheinlich für Paris erstmal gewesen sein. Also es wird eine schwere Aufgabe. Ja, Paris ist schon brutal offensiv eigentlich. Ich glaube, im Hinspiel muss man schon, also ich würde jetzt ja nicht als Real Madrid das Viertelfinale buchen. Wir waren selber mit drei aus der Mannschaft im November Paris gegen Celtic schauen. Da haben sie 7 Dinger gemacht. Man zählt dich Glasgow ist schon was anderes, aber trotzdem, ich glaube, daheim sind die schon brutal. Aber ja, ich glaube, dass sich das Real nicht mehr nehmen lässt. Aber Liverpool ist durch. Ja, absolut. Also 5-0. 5-0. Auswärts, das ist ja irre, ja? Das ist schon viel passieren, ja, na, Liverpool. Da hat doch alles geklappt gestern. Ich hatte die Konferenz an und es hat alles geklappt, ja? Der hat abgezogen, wie er wollte und er hat einfach gepasst. Ja, die haben auch offensiv haben die, also mit Mané, Salah und Firmino. Vor allem die noch Coutinho gehabt, also die waren schon brutal, also Liverpool mal schauen, ja, also sind auf jeden Fall durch, schauen wir mal, wie weit sie kommen dann. Ja, wir reden gleich weiter, dann aber über den FCS, nicht über Real, mit Markus Omanos da beim FCS Magazin Teil 3. Das FCS Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück mit Markus im FCS-Magazin Teil 3. Ja, wir reden wieder über den ersten FC Saarbrücken. Da hast du schon gesagt, gibt es Probleme. Und zwar in der Innenverteidigung. Marco Kehl Gomez ist verletzt. Muskelfaserriss, 3 bis 4 Wochen, schätzt man. Dann hast du eben schon gesagt, da braucht man noch ein bisschen, bis man noch mal fit ist, 100%ig. Also 5 bis 6 Wochen vielleicht. Dominik Kraus noch lange verletzt. Ist nicht mehr allzu viel da, was man hinten reinstellen kann jetzt. Ja, das ist ärgerlich, dass es halt so viele mit der fast gleichen Verletzung oder mit Faserrisse halt hinten erwischt. Und ja, von 5 nominellen Innenverteidiger im Moment, Oschi noch halbwegs, der ist auch ein bisschen angeschlagen an der Rippe. Und ja, muss man halt schauen jetzt. Ich glaube, der Trainer hat schon 2, 3 Möglichkeiten und er wird schon irgendwas basteln, damit wir eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben am Samstag. Ja, lass uns kurz über Dominik Rau noch sprechen. Sein Vertrag läuft aus. Wie schwierig ist das Ganze? Langzeitverletzt plus Vertrag läuft aus. Immer blöd als Fußballer. Ja, absolut unangenehme Situation. Man, wenn man verletzt ist, ist schon ärgerlich. Aber wenn man halt jetzt in dem letzten Vertragsjahr eigentlich über das ganze Jahr fast verletzt ist, so wie es bei ihm jetzt leider der Fall ist, ist halt extrem bitter für einen Spieler. Aber man kann es sich halt leider nicht aussuchen. Man kann eh nichts machen, man muss halt schauen, dass man schnell fit wird und versuchen dann das Beste draus zu machen. Ja, dein Vertrag läuft noch bis Sommer 2019, das ist noch ein Stück hin, aber trotzdem macht man sich schon mal Gedanken, irgendwann, wann fängt man an so ein bisschen zu spielen im Kopf und sagt, na, wo treibst du mich hin, bleibe ich hier, gefällt es mir irgendwo anders? Ja, ich glaube Fußball generell ist sehr schnelllebig, es ist schon gut, wenn man sich seine Gedanken macht, aber in meiner Situation jetzt werde ich auf jeden Fall das Jahr jetzt fertig spielen und dann hoffe ich, dass wir unser Ziel erreichen. Und dann, glaube ich, im Sommer fängt dann schon langsam der Gedanke an, was nächstes Jahr mit einem passiert. Aber im Fußball geht alles so schnell, man muss halt schauen, dass man gesund bleibt, dass man gut spielt und dann alles andere kommt dann eh von allein. Ja, man hat es ja vielleicht gesehen, ich erwähne es immer gerne, Markus Mendl hat man gesehen, hat auch hier gesessen und gesagt, mein Vertrag läuft aus, lange verletzt, komm nicht richtig zum Zug. Dann kommt er rein,
gegen Offenbach, glaube ich, macht dann die Bude, steht nochmal in der Startelf, knipst nochmal. Da hat man sich richtig gefreut für den. Ja, absolut. Super Typ. Aber wie gesagt, ja, ich habe das Paradebeispiel, wie es gehen kann in beide Richtungen. Am Anfang war er, glaube ich, er ist in 10 Spielen, glaube ich, fast nie im Kader. Und danach eben eingewechselt worden und der hat seine Chance absolut super genutzt. Und ja, jetzt mittlerweile ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, er ist wirklich gesetzt jetzt, auch zu Recht. Und ja, so kann es Fußball gehen. Eben. Das ist schnell, kann es in beide Richtungen gehen. Eben. Und wir reden gleich weiter im vierten und letzten Teil im FCS-Magazin Teil 4 mit Markus Ohnoster. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Wir sind zurück mit Markus Ohnoster im FCS-Magazin Teil 4. Ja, und wir gehen vielleicht mal Richtung Markus so ein bisschen privat. Spielst du FIFA? Ja, hin und wieder schon, aber ich bin jetzt nicht der, der jetzt jeden Tag die Playstation anmacht. Online auch oder mit Kumpels? Ja, wenn, dann eigentlich spiele ich lieber so mit Kumpels, als wie jetzt online gegen irgendwelche. Welches Team hast du dann? Ja, Real Madrid. Okay, das hatten wir schon. Ja. Also lieber Real wie Barcelona. Wenn, ja, wenn jemand mal an der Tür klopfen würde und sagt, dann lieber Real oder eher Barcelona? Ja, absolut Real, schon als Kind war ich immer Real-Fan. Früher schon mit Zidane, Beckham, Ronaldo. Mit dem R9 noch. Und von daher ist es eigentlich immer geblieben und ja, bin schon ein Real-Fan. Was würdest du jetzt sagen, unterscheide dich, abgesehen jetzt vom Fußballerischen, von CR7? Ist es die Lebensweise? Lebt der schon ganz extrem als Fußballprofi? Ja, ich kenne ihn leider persönlich nicht, aber ich, also was man so liest und so, also CR7 war schon ein absolutes Vorbild von mir, vor allem in der Jugend. Er hat da, glaube ich, noch anders Fußball gespielt. Er war eher mehr am Flügel und hat noch mehr getrippelt und mehr sich im Spiel einbezogen. Aber ich glaube halt schon, dass er einfach eine riesen Einstellung hat zum Fußball, dass er alles in seinem Leben unterordnet. Ja, jeden Tag, weiß ich nicht, mehrere Stunden an seinem Körper arbeitet. Er ist nie verletzt, über 10 Jahre. Das ist schon eine Leistung. Dass man das ist aber auch, glaube ich, die eiserne Disziplin, die er an den Tag legt. Ja, natürlich. Also er schläft doch im ganz komischen Rhythmus, habe ich gelesen. Ja, das haben wir gekratzt. Also vor 90 Minuten. Immer im 4-Stunden-Rhythmus, glaube ich, schläft er. Das muss ziemlich kompliziert sein, hat aber den Hintergrund, dass er dann zu der Hauptspielzeit mal mittags vielleicht um 1 Uhr auch fit ist, vom Biorhythmus her. Ja, wenn man den Körper anguckt, also da schafft ich es ja nie mehr hin. Du bist ja noch viel näher dran als ich, aber... Das ist schon Wahnsinn, was der Kerl macht. Angeblich 1000 Sit-Ups am Tag, habe ich mal gelesen. Ja, da wird so viel geschrieben, ob Sit-Ups jetzt so gut ist. Das ist eine andere Frage. Nein, er macht halt einfach sicher viel. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mal ein Interview gelesen vom Toni Kroos, der sagt auch, dass er halt der Erste in der Kabine ist und der Letzte, der halt geht. Und ja. Gut, er muss sich noch lange schick machen, das muss er auch sagen. Ja, vielleicht. Also, das dauert noch ein bisschen, ja? Nein, ich glaube schon, dass er schon der Spieler ist, der schon sehr, sehr viel in seinen Körper investiert. Und ja, man sieht ja die Erfolge. Ich glaube, jetzt habe ich gelesen, oder gestern haben sie gesagt, bei Sky 100. Tor für Real Madrid in der Champions League. Das ist schon einzigartig und ja. 100 und 101 war es, glaube ich, gewesen, ja. Ja, 100 Tore für Real, ja. Ja, Wahnsinn, wie gesagt. Aber ja, CR7 ist halt eine eigene Liga. Dann sage ich vielen Dank, Markus. Wünsche Real dann noch viel Glück fürs Weiterkommen. Wird eine schwere Nummer in Paris. Also durch ist sie noch nicht, glaube ich nicht. Das ist kein Eigenläufer. Das muss man schon noch ein bisschen was für tun. Aber die Ausgangsposition ist schon mal sehr gut. Und natürlich viel Glück, Stuttgarter Kickers. Guckt, dass ihr es irgendwie hinten hinkriegt. Wenn nicht, wie gesagt, der Busfahrer kann vielleicht noch aushelfen, wenn er noch einen Spielerpass oder hat. Oder du nochmal. Oder ich nochmal mit einem schnellen Profivertrag für eine Woche. Für 5 Minuten wird es vielleicht noch reichen von der Luft, dann wird es aber auch schon eng. So, wir sagen Tschüss. Ciao, beim FCS-Magazin. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland.